Also, wenn es keine Frage mehr gibt. Oh ja. Vorarlberger Nachrichten, APA und Sportreport. Okay, Alex, vielleicht darf ich dich kurz bitten, ein kurzes Statement zum Spiel, wenn du möchtest, und dann eure Fragen. Bitte. Ja, die Geschichte über dieses Spiel geht über 90 Minuten. Und in der ersten 45 Minuten haben wir eine gute bis sehr gute Leistung gebracht, defensiv gut organisiert, wenig bis nichts zugelassen. Und wir konnten selber auf jeden Fall drei, vielleicht sogar vier Tore schießen. Das haben wir aber nicht gemacht. Und dann hat es kurz nach der Halbzeit einen Moment gegeben, dass schlussendlich das Spiel gedreht hat. Und das war das Abseits-Tor. Das hat uns so wehgetan, dass wir alle Organisationen verloren haben. Also in dem Bereich kunnen we zeer ontevreden zijn, want ik vind dat we vielleicht verdiend hadden met 2 of 3-0 te führen. Maar een schiedsrichter had schlussendlich ook invloed. En er was heute einfach, in mijn mening, slecht. Maar er is ook nur een mens. Je kan vele maken. En dat betekent niet dat we dan een ausrede hebben alle organisatie vallen te lassen. Das ist einfach passiert. Also zwei ganz andere Gesichter. Erste und zweite Halbzeit. Und das zweite Halbzeit ist ein anderes Gesicht geworden. Das ist angefangen mit einer Fehlentscheidung. Und danach haben wir das selber gemacht. Ich hätte umstellen müssen. Da waren wir dann der Wechsel. War der angeschlagen? Ja, er war angeschlagen. Und voordelig is dat natuurlijk niet dat man dat dan weer omstellen moest, dat hij nog lange tijd weer gespeeld had. Ik vind aber dan nog, dat hij niet, dat we hebben ook ohne hem goed georganiseerd gespeeld, oder? Also ik vind, het hielp niet met, aber een ausrede is dat niet, oder? Also dat is mijn mening. Ja, weißt du, wir haben in der ersten Halbzeit ein Tor geschossen und normalerweise, ich finde das anders statt, oder? Das ist dann ein schöner Pass und ein Tipp in. Das war es nicht, das war ein Schuss und dann war es ein Tipp in. Und das hat mit der Qualität von Obasi zu tun. Also ich finde das ein bisschen glücklich. Aber wir hatten drei Riesenmöglichkeiten, ein super ausgespielte Tor zu schießen. Das tut mir dann leid, vor allem für die Jungs, dass wir das dann nicht schießen. Und vielleicht geht das Spiel dann anders aus, aber vielleicht, das zählt natürlich nicht. Tore zählen. Also, ohne Organisation spielt fast keine Mannschaft gut. Und heute haben wir gezeigt, wie das dann ausschaut, mit und ohne. Also ohne, zu wenig. Ja, darüber mache ich mir nicht so viel Gedanken. If doesn't count in sport. Das ist korrekt. Wenn mein Tante ein Zipfel hätte, war es mein Onkel, oder? Ja. Das braucht's jetzt nicht schreiben. Bitte nicht aufschreiben. Okay, gibt's noch Fragen? Die Jungs müssen fahren. Thomas von der APA. Ja, was ich gerade als taktische Analyse gesagt habe, das gilt für all unsere Spieler, oder? Also auch für ihn. Also der Unterschied war da. Und ja, wir sind natürlich froh, dass er wieder angefangen ist, auch Spielminuten zu machen. Und das war auch mit der Bandy der Fall. Und ja, dass der Bandy dann nach 45 Minuten raus muss, das ist natürlich schade. Und ja, also die kommen besser in Spur, aber
man kommt beste in Spur, wenn man gewinnt. So funktioniert Sport auch. Stefan, okay? Okay. Gut. Schönen Abend noch. Dankeschön, Jungs.